Hi und herzlich willkommen zu Startup Willi. Mein Name ist Lukas und heute schauen wir uns Caseable an. Caseable ist jetzt keine neue Geschäftsidee, machen ganz normale Handyhüllen, haben aber die Besonderheit, dass sie dadurch quasi immer Künstler unterstützen. Genau, was finden wir hier auf der Seite? Wir haben einmal die Laptop-Taschen, Taschen für Smartphone und für allerlei Tablets. Wir wollen heute so ein Flipcase kaufen, da kann ich hier das Handy auswählen. Dann kann ich die verschiedenen Muster auswählen. Mir gefällt dieses Mixtape relativ gut. Mal schauen, was hier draufsteht. Handgefertigt in Deutschland. Eingebaute Schnappbefestigung, hochwertiger Druck, drei praktische Fächer für Karten und sicherer Magnetverschluss. Genau, das Ganze für 29,90. Hier unten noch ein paar Bilder. Genau, können wir hier einfach zum Bezahlen gehen. Wir haben keine Versandkosten mehr und dann können wir es bestellen und los geht's. Heute ist das Paket von Caseable bekommen. Wir sehen es hier. Machen wir direkt mal auf. Die Verpackung. Gut, tun wir das aber weg. Gucken wir uns das Produkt an. Ist hier schon eingepackt in der Hülle. Kommt auch direkt weg. Fühlt sich an wie echtes Leder. Ne, ist nur Kunstleder, aber fühlt sich auch richtig schön an. Ein schönes Material. Ich habe hier zwei Taschen, wo ich hier befüllen kann. Habe hier auch unten noch was, was noch relativ eng ist. Das ist die Hülle jetzt für das iPhone 5S. Dann gucken wir mal rein. So, ich habe nur eine Pause machen müssen, weil mein Akku wieder leer gegangen ist. Habe mir in der Zeit ein paar Karten geholt, um zu gucken, ob die hier auch reinpassen. So. Passen ganz gut rein. Was ist mit 2? Ist gut, man sieht es hier schon leicht durch. 3 wird schwierig. Ja, 3 ist zu viel. Und dafür können wir hinten natürlich noch was reintun. Hier ist trotzdem noch ein bisschen Platz drin. Sieht mal soweit ganz gut aus. Hier mit dem Klappen geht es auch noch zu, aber mehr sollten dann glaube ich nicht rein, weil es dann doch nicht mehr so ganz leicht zugeht. Muss man wirklich zudrücken. Kamera passt soweit. Das war aber jetzt mal soweit vom Auspacken her. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung von Caseable. Der Kontakt und die Reaktionsgeschwindigkeit war normal. Also lief eigentlich relativ schnell ab. So in 3-4 Tagen habe ich das Produkt hier gehabt. Die Kosten für das Produkt sind ja in Ordnung. Ich sag mal, dass mit diesen 30 Euro ist es schon normal. Allerdings finde ich für das Kunstleder ein bisschen zu teuer. Da gibt es andere Produkte, wie zum Beispiel von Stilgut, die auch so 30 Euro kosten und Echtleder haben. Die Einfachheit von der Bedienung von der Homepage war gut gemacht. Man hat sich schnell zurechtgefunden, schnell gewusst, wo man ist, welches Handy man auswählt. Ich habe es ja gesehen. Jetzt zu dem Produkt. Die Qualität war soweit eigentlich relativ gut, war ein schönes Bild. Das Ganze machen sie immer mit Künstlern, unterstützen da Künstler, das finde ich ganz cool gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, Kunstleder und die Ecken sind ein bisschen schwierig. Hier löst sich an den Ecken einfach schon ein bisschen ab. Es ist nicht schlimm, sieht auch nicht so aus, als hätte sich da ein Klebstoff gelöst. Aber ja, ein paar Mal hängen bleiben und dann wird es, glaube ich, schwierig. Die Verpackung war, denke ich, ganz okay. Das Ganze war noch extra geschützt. Kann man machen, muss man, glaube ich, machen. Aber so hat es ja eigentlich von der Verpackung mehr eigentlich gut gepasst. Die Nutzenerfüllung ist so ganz gut. Das Handy wird gut geschützt, auch hier an den Ecken. Das passt alles überall soweit. Je nachdem, wie viel man hier drin hatte, könnte der Magnet noch ein bisschen stärker sein, aber das auch nur in sehr seltenen Fällen. Also so prinzipiell gutes Produkt. Persönlichkeit von dem ganzen Unternehmen ist gut gemacht, sind immer schöne Bilder, moderne Bilder. Ich finde es auch cool, dass sie da die Künstler unterstützen. Ich finde es eigentlich so eine gute Persönlichkeit, was sie überbringen. Allerdings ist es auch nicht besonders auffällig. Prinzipiell zu Caseable finde ich ganz gut. Es ist nichts, was man sich mega abheben kann, wo es unglaublich die Unterschiede gibt. Vor allem, wenn es nicht mal echtes Leder ist. Es ist, glaube ich, ein schwieriger Markt. Ich würde es nicht mehr unbedingt als Prio 1 nächstes Mal kaufen, sondern da auch wieder schauen, was es sonst noch gibt. So, dann sind wir jetzt am Ende von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt das Produkt sehen können und ich habe euch Caseable ein bisschen vorstellen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.